Hallo, meine lieben Schnitzelfreunde und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Beim letzten Mal haben wir mit Wrackhaien Schiffe versenken gespielt, allerdings haben die Wrackhaie kläglich verloren. Und jetzt stehen wir vor dieser Tür. Allerdings wollte ich vorher noch etwas tun und zwar möchte ich zu gerne vorher mein Hottehü etwas aufleveln, weil das uns glatte 500 Zähnchen kostet, die es wirklich wert sind, denn ich möchte gerne eine Schlagkombo mehr auf dem Konto haben. Und das macht sich so einfach etwas besser. Das heißt, unser Hottehü ist jetzt rot und hat Leuchteraugen und macht einen Schlag mehr drauf. Wie man gerade unschwer erkennen konnte. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier in diesem Abschnitt wirklich alles gesammelt habe und werde hier jetzt einfach mal durch die Tür gehen. Und dann werden wir sehen, an was sich Alice jetzt gerade so noch erinnern kann. Des Feuers war ich die Letzte in der Bibliothek. Der Scheit, den ich in den Kamin gelegt hatte, glimmte nicht, als ich mit Dinah nach oben ging. Falls doch, bin ich vielleicht für den Tod meiner Familie verantwortlich? Aber nein. Und somit haben wir den Merkurschlüssel gesammelt. Ich glaube zumindest, dass es das Zeichen für Merkur ist. Ja, es ist der Merkurschlüssel, eindeutig. Und hier können wir auch Merkur und Mond sehen. Die zwei, die am meisten mit... Neptun und Mond sehen, die am meisten mit Wasser zu tun haben. Merkur ein Stück weit auch. Aber der Mond ist ja für die Gezeiten zuständig. Und Neptun ist sowieso symbolisch der Wasserplanet. Aber das wissen natürlich die Leute, die zum Beispiel Sailor Moon geguckt haben. Die wissen das einfach. Ja, ich gehörte auch einmal dazu. Oh, und da kommen auch schon... Wow, Freundchen. Stirb, stirb. Ich kenne dich nicht, aber stirb. Okay, also hier bekommen wir auch neue Gegner zu Gesicht. Seltsame Seemannsgeister. Mit denen ich ehrlich gesagt nicht viel zu tun haben möchte. Und hier hat es auch schon wieder ein kleines Secret, was ich unbedingt mitnehmen möchte. Unbedingt. Höp, höp, höp. So, dann mal kurz warten. Und da dahinter versteckt sich wahrscheinlich wieder entweder eine Erinnerung. Tatsächlich, eine Erinnerung. Allerdings, oh, das ist gemein, in so einer fiesen Auster. Ich mag die Austern überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen jetzt sehr schnell sein. Na, das war's nun nicht. Freut mich, dass du meine Meereswesen magst, Alice. Ein Fotograf imitiert die Dinge. Ein großer Maler fängt echte Ähnlichkeit ein. Dem Amateur hilft die Kamera dabei. Ja, ich liebe es auch sehr gerne, Dinge abzuzeichnen. Allerdings bin ich dann doch mehr so der Fan vom Selbstentwerfen. Da ich da etwas besser damit zurande komme als mit einer Fotokamera. Oder mit genauem Abzeichnen. Wobei das noch eigentlich noch besser geht bei mir. Sag mal, das ist keine Kampfmusik. Das höre ich doch. So. Und hier können wir erstmal wieder auf eine Uhr schießen. Hallo, Uhr. Und tschüss, Uhr. So. Wunderschöne Plattformen, die sich auftun. Und dann gucken wir mal, ob wir da hinten wieder irgendwie ein Secret finden. Das sieht nämlich ganz so aus, als wäre da hinten wieder irgendetwas versteckt. Und ihr wisst ja, ich gucke immer gerne nach kleinen Kleinigkeiten, die sich hier verstecken. Und ich sehe da hinten schon die Plattform. Na, Hallöchen, Plattform.
Und Hallöchen. Ups. Wow. Ah, ich bin auf jeden Fall drüber hinausgehüpft. Ich hätte vielleicht nochmal genauer gucken müssen. Das Problem ist halt, meine Maus ist gerade verdammt empfindlich. Ich weiß auch nicht warum. Aber die meint gerade so ein bisschen Ticken machen zu müssen. Entweder sie bewegt sich überhaupt nicht oder sie bewegt sich zu viel. Also ich verstehe meine Maus gerade selber nicht. Und aus welchem Grund auch immer wird mir auch gerade meine Gesundheit nicht angezeigt. Das gefällt mir nicht. Wahrscheinlich, weil sie voll ist. Kann natürlich sein. So, da hinten. So. Jetzt hängen wir hier erstmal schön in der Luft. Hier sehen wir auch wieder die Domäne des Hutmachers, wie sie wunderschön untergegangen ist. Irgendwie so ein bisschen schade. Weil gefallen hat es mir schon. Aber naja, was will man machen? Auf jeden Fall weiterkommen. Oh, und natürlich nicht diese blöden Kraken in der Nähe haben. Okay, hier gibt es anscheinend irgendwo ein Schweineschnäuzchen. Ich glaube, ich weiß sogar, wo es ist. Erstmal gucken. Ich weiß, wo du bist, Schweineschnäuzchen. Ich kann dich nur noch nicht sehen. Weil ich da hier erstmal durch die komplette Botanik latschen darf. Und zwar immer diesen wunderschönen Zähnchen entlang. So, jetzt darüber. Na, ich muss mich dazu noch nicht mal klein machen. Oder vielleicht doch. So, und hier irgendwo muss jetzt die Schweineschnauze sein. Da, ich sehe dich doch. Ich mache das lieber von da hinten aus. Das ist etwas bequemer. So, und jetzt Schweineschnäuzchen. Wirst du ordentlich gepfeffert. Und dann können wir da drüben erstmal zum Körbchen hoch. Und wieder ein paar Zähnchen tanken. Ist doch prima. Alle, höp, höp. So, diesmal wird hier nicht rumgeglitscht. Ha, und das gibt jetzt erstmal wieder Zähnchen. So ein goldenes Zähnchen zählt, glaub, 10 weiße. Das heißt, wenn wir noch mehr goldene Zähnchen kriegen, könnte das schon recht angenehm werden. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da recht einfach wieder zurückkomme. Wäre sonst etwas kontraproduktiv. Ja, also dem Viech möchte ich jetzt nicht begegnen. Höp. Höp, höp. Höp, höp. Ja, gleich haben wir es. Da hinten ist dann die letzte Plattform. Danke, Plattform, dass du uns aufgefangen hast. Und jetzt können wir auch schon wieder weiter. Also hier dürften wir jetzt sämtliche Secrets aufgesammelt haben. Dann geht's ja jetzt einfach mal in den nächsten Abschnitt, sage ich jetzt mal. Hallo Zähnchen und hallo Mistviech. Weiß ganz genau, dass ich dich nicht mag. Geh kaputt. Böses, böses Mistviech. Denn die Viecher auch bloß noch Mistviecher. Aus gutem Grund. Ah, und hier haben wir doch ein Schlüsselloch. Haha. Als hätte ich es gewusst. Dann wollen wir mal. Ab durchs Schlüsselloch. Ich glaube, das habe ich sogar gewusst. Aber nur vergessen. Ist egal, wir können das nächste Fläschchen mitnehmen. Hier gibt es noch ein paar Zähnchen zum Mitnehmen. Bam, bam, bam. Noch irgendwas? Ja, nein, Toast. Anscheinend Toast. Also hier gibt es keinen Toast, sondern später gibt es Toast. Lecker Toast. Mit Marmelade. Ah. Ja, Feldi erzählt wieder Quatsch, aber ist ja auch gut so. Besser, als wenn sie gar nichts erzählen würde. So. Ach, was für wunderschöne Leuchteseepferdchen. Guckt mal die Leuchten an ihrem Schwanz. Leuchteseepferdchen! Oh Mann, ich dreh mal wieder durch. Tut mir leid. Fassboden.
Scheint wohl die Stadt hier zu sein. Ich gucke mich mal hier etwas genauer um. Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Etwas Sündiges, jede Wette. Ah, und da sehe ich doch was. Hallo, Secret. Du hast wohl gedacht, du könntest dich verstecken. Vergiss es. Och nein, nicht schon wieder sowas. Ich bin nicht scharf darauf, von dir aufgenommen zu werden. Also lass mich in Ruhe. Okay, sonst hat's hier nichts. Nur ein paar Zähnchen. Das eine Zähnchen lasse ich jetzt einfach mal da, weil ich sonst in der Auster stecken bleiben würde. Wäre ich nur nicht so scharf drauf. Stattdessen gucken wir uns jetzt hier hin ein bisschen um. Weil, als ich das erste Mal hier durchgelaufen bin, habe ich eine Schweineschnauze gehört. Und sie nicht gesehen, aber jetzt habe ich sie ja gesehen. Ein Glück. Und da haben wir doch auch schon unsere Belohnung für das Schweineschnauzen finden. Das hier scheint wohl der Zimmermann zu sein. Da warte ich nur noch auf das Walross. Ach, das Walross und der Zimmermann. Eine wunderbare Geschichte. Vorgetragen von Diddle Dumm und Diddle Dai. Ha. Also wer den Disney-Film von Alice kennt, der wird ganz genau wissen, was ich meine. Hier wollen wir jetzt auch mal langlaufen, weil hier gibt es bestimmt auch wieder irgendwas zu erhaschen. Ja, wusste ich's doch. Wir haben wieder etwas Rosenfarbe. Aber, wenn ich mich recht erinnere, dann gibt es hier noch irgendwas, oder? Ja, da drüben. Da ist noch was, und zwar ein Schlüsselloch. Da werde ich vorher erstmal reinlugen. Und danach malen wir die Rosen rot. Nicht blau, nicht grün, nicht aquamarin. Wir malen die Rosen rot. Ach, ich liebe es. So. Wird hier noch eingehauen. Zähnchen gesammelt. Damit wir auch unsere Upgrades bezahlen können. Später werden wir sowieso Zähnchen im Überfluss haben. Aber je früher wir das Ganze alles zusammengesammelt haben, umso besser. So, und jetzt gehen wir erstmal da rein und gucken mal, was uns so als Minispiel erwartet. Es ist nämlich immer mal wieder was anderes. Lenke Feinde mit der vielseitig einsetzbaren Uhrenbombe ab. Nö, habe ich nie benutzt. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Doch, wir haben ganz genug. Und zwar muss ich hier jetzt so ein bisschen durchhalten. Hallo Geschirrer, ich möchte eigentlich nicht wirklich mit euch spielen. Ich werde hier jetzt einfach mal ein bisschen, ja, so ein klein wenig ausweichen. Weil es ist eigentlich egal, wie viel ich von den Mistviechern umbringe. Sie kommen sowieso immer wieder. Das heißt, ich werde hier jetzt ein bisschen rumlaufen, auch wenn es etwas langweilig erscheint. Aber es ist nun mal nötig. So, hallo Geschirrer. Ja, kommt her, kommt her. Ja, kommt. Ihr werdet mich sowieso nicht kriegen, ihr Mistviecher. Vergesst es. Hallo. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Vergesst es. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Vergesst es. Hallo. Ja, und da waren sie schon, hey. Also dauert eigentlich meistens nicht lang. Komm, Alice, nicht trödel. Du hast schon den Zug verpasst. Meistens ist es so, dass man entweder das hier aushalten muss oder ein vorhergegangenes Minispiel machen muss oder sämtliche Feinde eliminieren sollte. Hier mussten wir halt einfach mal aushalten, aber das ist ja wohl das geringste Problem gewesen. So, und schon malen wir wieder eine Rose halb an und können dann auch weiter im Spiel. Denn ich möchte so viel wie möglich, wie gesagt, unterwegs mitnehmen. So. Dann wollen wir mal wieder zurück. Und gucken, wo wir noch irgendwas abgreifen können, bevor wir dann wirklich weiter müssen. Denn wir müssen, glaube ich, ja, hier rein. Aber
da oben hat es, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Hallo, Madame Fisch. Madame Lutefisk. Ja, Lutefisk ist zwar nicht sonderlich lecker, aber wo sind wir denn jetzt? Sind wir etwa da, wo wir hin müssen, oder? Stirb, Seemann! Oder werd mal richtig tot. Finde deinen Frieden. Ja komm, hol die Bömmchen raus. So, und da war es um den Seemann geschehen. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass es wirklich der optionale Weg hier ist, denn ich bin nicht scharf darauf, jetzt sofort schon weitermachen zu müssen. Sieht ganz gut aus. Sieht ganz optional aus. Und hier haben wir schon wieder eine Erinnerung. Na dann, schieß mal los. Das Varieté und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen. Im Kasperle-Theater gibt's auch nur vulgäre Familienstreitereien. Ja, da hat sie allerdings recht. Bloß werden die meistens etwas verlustigt. Aber okay, ich habe sowieso nie das Kasperle-Theater gemacht. So, hiermit dürften wir hier alles zusammengesammelt haben. Ja, nein, Toast. Ich hoffe mal eher Toast als ja und nein. Lecker Toast. Hat sie noch irgendwas? Da muss ich jetzt mal nachgucken. Nein, hier scheint es nichts mehr zu haben. Oder? Oder?